Du bist ein erstaunlicher Mann, Götz von Berlichingen. Ich werde euch führen. Er lebte für die Freiheit. Anlegen! Dieser Aufstand wird augenblicklich niedergeschlagen. Meine Leute haben mir vertraut. Und er kämpfte für seinen Kaiser. Majestät, es gibt eine Verschwörung gegen euch. Ihr habt keine Ahnung, in was ihr euch da einmischt. Man nannte ihn den Ritter mit der eisernen Hand. Ich wünschte, ich hätte mehr Männer wie euch. Götz von Berlichingen. Am 4. Dezember.